Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Feng Shui Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen mit Lust darauf, Freiheit in all ihren Lebensbereichen zu leben. Euer Netzwerkengel Miriam Hohenfeld im Gespräch mit der Expertin Anja Dilschener. Hallo! Hallo, grüß dich! Ja. Wir hören uns ja heute ganz anders an. Ja, das hoffe ich. Ja, weil uns nämlich Rückmeldungen erreicht haben, die gesagt haben, tonmäßig, da geht noch was bei euren Podcasts. Stimmt. Und so sind wir tiefer gegangen. Mhm. Buchstäblich. Yes. Weil wir jetzt hier in unserem neuen Studio sind. In unserem neuen Studio tiefgelegt. Wir sind jetzt tiefer gelegt. Sozusagen. Wir sind im Feng Shui-Studio. Genau, sehr schön. Und von daher kommen wir jetzt akustisch noch viel besser rüber. Ja. Super. Neben den akustischen Ohrenschmaus braucht es natürlich, und deswegen hören uns die Leute ja dann auch, vor allem Inhalt. Und deswegen gleich mal eine Frage an dich, liebe Anja. Ja. Um was geht's denn heute? Heute der Podcast, da gehe ich auf einen Hörerwunsch ein. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Also wir haben jetzt ein Feng Shui Studio, da sind wir auf den Hörer eingegangen. Und jetzt gehen wir sogar mit unserem Thema auf eure Hörerwünsche ein. Das finde ich total genial. Genau, ja, cool. Vielen Dank auch an den lieben Hörer. Vielen Dank, ja. Und das Thema heute ist Feng Shui ganz konkret. Okay. Ich mag es ja gerne konkret. Das heißt, wie kann ich Feng Shui einsetzen? Was kann ich damit machen? Ganz genau. Wie tue ich es? Ja. Ja, super. Dann lass uns doch einsteigen. Ganz genau. Der Einstieg heute ist ein bisschen geschichtlich mal ganz kurz. Mhm. Ich werde auf die fünf Elemente eingehen. Mhm. Und ich werde heute darauf eingehen, was repräsentiert denn eigentlich die fünf Elemente? Okay. Damit die Hörer und die Hörerinnen sich nicht nur mit Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz beschäftigen, sondern gleich dazu die Farbe, die Form und das Material wissen. Oh, das wird wirklich ganz konkret. Genau. Super. Okay. Also, ich hole kurz ein bisschen aus. Mhm. Aus der Sicht des Feng Shui liegt die Wurzel aller Dinge in den fünf Elementen, okay, die ich da schon genannt habe. Mhm. Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Und die Wurzel bzw. der Samen entscheidet darüber, welche Früchte ich ernte. Das heißt konkret, was ich sähe, das ernte ich auch. Wenn ich jetzt einen Apfel sähe, also eine Apfelsaat in die Erde tue, was kommt dann raus? Äpfel. Genau. Manche denken, ich sähe einen Apfel und kommt eine Birne raus. Also das ist im übertragenen Sinne jetzt zu verstehen, bitte, weil Feng Shui hat eine sehr blumige, bildhafte Sprache, was ich sehr schön finde, weil ich kann mir sofort immer irgendwie gut vorstellen, was jetzt da gemeint ist. Mhm. Ja? Okay. So. Für die Elemente heißt das im Endeffekt sozusagen, je nachdem, was ich mehr in meinem Leben haben will, kann ich in meinen Räumen auch gucken, habe ich es da schon oder auch nicht und brauche mich nicht wundern, wenn ich irgendwas im Leben nicht habe, wenn es auch in meinem Umfeld überhaupt nicht da ist. Du sprichst jetzt gerade von den Lebensbereichen, das machen wir dann auch noch. Ah, das ist wieder was anderes. Wunderbar. Das ist ein bisschen was anderes. Okay, okay. Es gibt ja 9 Lebensbereiche und 5 Elemente und heute einfach mal ganz konkret, die setze ich mich gerne mit dir hin und bespreche mal die 5 Elemente. Die Qualitäten sozusagen. Die Qualitäten. Ah, okay. Cool. Also die 5 Elemente, was sind die? Das sind eine der tragenden Säulen in der Feng Shui-Praxis. Mhm. Eine der tragenden Säulen. Außerdem sind alle 5 Elemente mit negativer oder positiver Energie aufgeladen. Yin und Yang. Das ist nicht als gut oder schlecht zu bewerten, sondern als das, was es ist. Plus und Minus. Haben jetzt dann, also so wie bei Magneten, dann dieses ganz genau. Feld. Und hat jedes Element beides dann auch in sich? Jedes Element hat beides in sich. Okay. Und es gibt dieses Yin, das hat das Yang in sich. Das Bild hast du vielleicht schon mal gesehen. Mhm. Vielleicht dieses schwarz-weiße. Genau, oder noch so ein Auge, so was Schwarzes drin ist. Ja. Ja? Also alles ist in allem enthalten. Mhm. Deswegen ist das auch im Feng Shui so Tag- und Nacht-Übergang. Also es ist nicht zack, zack, sondern das ist ja fließend. Es ist ein fließender Übergang von einem Element ins andere. Okay. So.
Also, wir wollen im Feng Shui ein harmonisches Gleichgewicht herstellen. Also in unseren Räumen. Ah, okay. Also, dass alle Elemente da so ihren Platz haben. Dass alle Elemente möglichst gleich ausbalanciert sind. Okay. Mhm. Damit wir uns in unseren Räumen gesund entwickeln. Okay. Und Feng Shui geht davon aus, dass wir, wenn wir in einer harmonischen Umgebung leben, dass wir dann gesund, beruflich erfolgreich, glücklich, finanziell frei und so weiter etc. sein werden. Das heißt, ich kann die Elemente dann auch konkret nutzen, um meine Ziele dann besser und schneller zu erreichen. Ja, ganz genau. Okay. Jetzt will ich mal wissen, was heißt denn das jetzt? Sage ich mal, Feuer? Ich werde ja kaum die Wohnung anzünden müssen, dass ich dann Feuer drin habe. Du hast gesprochen von, was das repräsentiert. Verrat uns doch mal, was so für die einzelnen Elemente sozusagen die Repräsentanten dann noch sind, wie ich die in der Wohnung wiederfinde. Okay, also du hast jetzt gerade das Element Feuer erwähnt. Feuer kann ich in meiner Wohnung repräsentiert sehen, wenn ich was Rotes habe, von der Farbe her. Mhm. Ein roter Teppich, eine rote Kerze, ein Kamin auch. Mhm. Alles, was rot ist. Und lila und pink. Alles, was rot ist. Also, so in also rot, lila ist ja nicht rot, aber was innerhalb dieses Spektrums drin ist. Mhm. Ich kann das Element Feuer in meiner Wohnung sehen, wenn ich Dreiecke habe, wenn ich Spitzen habe, wenn ich Zackenlinien habe, in der Tapete zum Beispiel. Okay. Ja? Und ich kann das Element Feuer repräsentiert sehen in meiner Wohnung, wenn ich einen Kamin habe ich schon gesagt, okay. Feuer als Element oder die Kerze als Feuerelement. Plastik ist auch Feuerelement und Kunstleder auch. Und es gibt übrigens auch Pflanzen, die das Element Feuer repräsentieren. Und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das stelle ich Da würde ich euch gerne ein Buch empfehlen, was ich auf meine Webpage stelle. Ja. Das ist ein Riesenfachgebiet. Also die Pflanzen generell, jetzt nicht die Pflanzen, über die Feuerpflanzen. Die Pflanzen generell, alle Pflanzen, da gibt es ein Buch, da gibt es mehrere Bücher sicherlich und ich kann euch da gerne einen Buchtipp geben. Mhm. Sag mal so ein, zwei vielleicht so als Beispiel, dass ich mal weiß, was wären so Feuerpflanzen? Also Feuerpflanze ist jetzt zum Beispiel die Fackellinie. Also das ist ja jetzt was, wo ich sage, das ist ganz logisch. Oder die Sonnenblume. Ah ja, okay. Ist auch eine Feuerpflanze. Also an sich auch ganz logisch von der Herleitung, ne? Ja, ja und nein. Okay. Also das ist wirklich, das ist... Darf man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Und ich bin jetzt auch nicht so die Garten-Feng-Shui-Meisterin. Das habe ich... Ja, auch von den anderen, was du gesagt hast, von den Formen. Also wenn du von Dreiecken, Zacken und Spitzen, dann sehe ich natürlich auch so Flammen oder sowas vor mir. Also das macht natürlich da dann Sinn. Wobei wir natürlich mal gucken, wie es mit den anderen Elementen aussieht, ob es da auch so nachvollziehbar ist. Da erzähle ich dir jetzt noch ganz kurz was dazu, weil... Es ist ja jetzt so kalt draußen bei uns in München. Ja. Da hat es ja schon geschneit. Mhm. Und ich war bei mir zu Hause und ich habe leider keinen echten Kamin. Ja. Und ich habe so gefroren. Mhm. Und weißt du, was ich gemacht habe? Das ist so cool. Ich habe, und da siehst du mal, wie das wirkt, auch wenn es gar nicht echt ist. Ja. Es gibt, früher gab es immer diese Kamin-DVDs. Aha, ja. Und jetzt gibt es das auf YouTube auch. Da gibst du auf YouTube ein Kaminfeuer. Aha. Und wenn du einen Fernseher hast oder wenn du ein iPad hast oder auch nur dein Smartphone, kannst du das mal anmachen. Und da gibt es dann so dieses Knistern. Und du siehst auch, mir war es viel schneller warm. Also vom Gefühl her. Mir ist das auch schon mal so gegangen, in einem Hotel, da hatten sie das dort. Und da habe ich mich irgendwie unwillkürlich neben diesen Bildschirm gestellt und da wurde es mir auch irgendwie wärmer. Also das scheint schon auch irgendwie zu wirken. Ja, das finde ich so toll. Ja. Und so funktioniert Feng Shui. Ja. Weißt du, das ist so, man macht was und merkt es vielleicht gar nicht. Aber da habe ich, das habe ich so also gemerkt. Ausprobieren ist die Devise. Mach mal. Also es ist jetzt gerade kalt. Genau. Mach mal. Vielleicht hast du da Lust. Und ich fand es sogar wunderschön. Ja, cool. Also fand ich ganz toll. So, jetzt weiter. Genau. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich wissen, mit was können wir noch alles was machen. Also, welche Elemente haben wir denn noch? Wir haben noch das Element Erde. Aha. Und Erde ist von der Farbe her braun, beige, gelb, ocker, Terrakotta, Umbra. Mhm. Also Erdfarben. Mhm. Alles, was so ein bisschen schlammig ist. Mhm.
vom Material, vom Material her ist es die Erde auch. Mhm, ja? Terrakotta, Ton, Keramik, Porzellan und Ziegel. Okay. Wenn du jetzt also einen Terrakotta-Topf zu Hause hast, mit Erde drin, dann hast du da schon ein Erdelement in deiner Wohnung. Okay. Wenn du eine beige Wand hast, dann ist es dem Element Erde zuzuordnen. Okay. Mehr sage ich jetzt heute noch nicht, dass du durcheinander kommst. Ja, gell? Ja, mach's einfach. Wir haben jetzt auch die Formen, das sind abgeflachte Formen, also eher niedrige Sachen, niedrige Möbel wie ein Sideboard im Gegensatz zum Highboard. Ein niedriger Tisch im Gegensatz zum Schrank, ein Stuhl. Mhm. Flach, ja? Erdverbunden so, oder? Flache Formen, liegendes Dreieck, niedrige Möbel, Bordüren, waagerechte Streifen im Gegensatz zu senkrechten Streifen, Waage und Linien. Genau. Okay. Da haben wir auch wieder die Pflanzen, das machen wir dann. Die Pflanzen schauen wir uns gleich auf der Webseite an. Genau. Jetzt haben wir Feuer, Erde, dann kommt jetzt in dem Kreis, da gibt es ja so einen Kreis, da kommt dann als nächstes das Element Metall. Okay. Und das Element Metall wird in den Farben Gold, Silber, Grau und Weiß repräsentiert. Ja, wer hätte jetzt das gedacht, dass Gold und Silber für das Element Metall sind? Weiß, ja, und Weiß, weiße Wände sind Metall. Ah, okay. Und viele haben ja noch weiße Wände. Und weiße Möbel und weiße... viel Metall. Mhm. Ich bewerte das nicht. Ist halt viel Metall. Ich weise mal drauf hin. Genau, ist halt viel Metall drin. Machen wir dann später mal. So, jetzt die Formen von Metall sind die Kugeln, die Halbkugeln, die Bögen, die Kuppeln. Alles, was rund ist. Mhm. Punkte. Okay. Material, Metall, Gold, Silber, Messing, Kupfer und Eisen. Okay. Und dann auch eben wieder die Pflanzen. Mhm. Jetzt kommt das Element Wasser in dem Elementekreis. Okay. Das Element Wasser ist Farbe Blau und Schwarz. Logisch, genau, okay. Dann die Formen unregelmäßig, uneinheitliche Muster, Wellenlinien. Also sowas Weiches. Was Weiches. Nicht so strukturiert, so fließend halt dann fließend. Auch wieder. Okay. Ja. Und das Material. Wasser, Glas und Spiegel. Mhm. Jetzt haben wir noch ein letztes. Feuer hatten wir, Erde, Metall, Wasser. Jetzt kommt noch Holz. Genau. Das ist das Holz. Das Holz ist die Farbe Grün, also alle Grüntöne. Grün, aha. Dann, also in dem Sinne dann quasi das lebende Holz, quasi der Baum, der noch das Blattgrün dran hat. So würde ich es mir dann merken, ganz dass genau. Grün für Holz steht. Ja. So ein bisschen als... Genau. Ja. Weil Braun ja schon Erde ist. Braun ist schon Erde. Genau. Das stimmt. Und die Formen von Holz sind hohes, also alles, was hoch, habe ich schon gesagt, Hochschränke, hohe Schränke. Normale. Da passt der Baum ja auch gut, ne? Hoch. Passt auch. Säulen, alles, was nach oben strebt, also die von Vertikaljalousien zum Beispiel, sind Element Holz. Und und die Materialien ist Holz, Bambus, Kork und das war's. Mhm. Genau, okay. Jetzt sind wir da mal durch. Na, spannend. Kannst du das nochmal irgendwie so zusammengestellt, dass sich jemand das nochmal auch runterladen kann? Du hast jetzt den Buchtipp dann schon auf der Webseite mit drauf. Ja. Magst du da so ein PDF mit hinstellen? Ja, dann können alle dann nochmal nachschauen und dann sozusagen nämlich mit dem Zettel durch die Wohnung durchgehen, ganz konkret und hands-on mal schauen und können mal Strichliste machen oder was auch immer, wie viele Elemente oder sie dann jeweils repräsentiert haben. Ja. Weil es geht ja um die Balance, hast du gesagt, dass von allem etwas da ist oder auch gleich. Ganz genau. Oder? Okay. Das heißt, es gibt jetzt auch keinen, wenn man sagt, oh, ich mag aber Feuer jetzt lieber wie Erde. Das kann sein. Und das machen wir später. Ah. Das verrate ich jetzt nicht. Es geht weiter. Ja, es geht weiter. Es geht richtig, richtig spannend weiter. Okay. Also, ja, es ist wirklich ganz, ganz toll. Also, so wie innen, so außen. Ja? Das war das, was wir schon mal hatten, genauso wie du gesagt hast, dass man es im Umfeld dann. Also ich kann auf der einen Seite dann schauen, wie viel habe ich von dem jeweiligen Element und das heißt, das würde dann auch repräsentieren, wie sieht es in mir aus. Und wenn du sagst, dass die Elemente dazu dienen, die Ziele zu erreichen, sind das ja dann auch Anhaltspunkte, warum ich gegebenenfalls mein Ziel noch nicht habe. Erreicht hast zum Beispiel. Und das geht, wenn ich jetzt im Außen schon mal was mache,
sprich in meiner Wohnung, in meinem Umfeld, ja, wenn ich das harmonisiere, dann fühle ich mich ja wohl. Ja, okay. Und wenn ich mich wohlfühle, was ist denn dann? Dann handle ich aus einem Wohlgefühl raus. Wenn es mir gut geht, passieren meistens gute Sachen. Mhm. Ja? Und wenn ich aus diesem guten Gefühl heraus mein Leben lebe und die Bereiche dafür hernehme, also praktisch akupunktiere, das macht man in der Akupunktur ja auch, dass man da gezielt die Nadel ansetzt und die Meridiane, das Qi, in Fluss bringt, dann fühle ich mich ja auch wieder wohl und bin gesünder und dann ist was frei gemacht. Ja, dann kann ich so. Und so ist das so, genau so funktioniert Feng Shui auch. Akupunktur ist gleich Feng Shui im Haus. Wundervoll. Im Raum. Ganz toll. Und dass du da ein Quell der Info und ein Quell der Begeisterung für das Thema bist, das merkt man ja auch, wenn man dir zuhört. Jetzt hat jeder schon sozusagen, ist schon mal gerüstet und kann schon mal loslegen, kann so seine Elemente mal analysieren und kann eine Bestandsaufnahme machen. Und du hattest ja vorher noch einen ganz wichtigen Punkt ja auch mit dabei, das fand ich immer schon bei diesen, dass es kein Gut und kein Schlecht gibt. Ne? Das ist ja. Wirklich, sondern eben, es gibt dann, und wenn ich an Ziele denke, halt dann ein günstig und ein ungünstig, ne? Was mir bei der Zielerreichung hilft oder mir im Weg steht. Und was es da für eine Landkarte dazu gibt, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch drauf. Das wird so spannend, das wird so cool, ich freue mich schon. Super. Echt. Und ihr habt einen großen Vorteil, weil dieser Podcast und die nächsten werden etwas kürzer, aber die Zeit zwischen den Podcasts wird auch kürzer. Und es gibt nämlich den nächsten Podcast dann auch schon innerhalb der nächsten 14 Tage. Mhm. Wer dazwischen drin schon Erkenntnisse hat und Fragen hat, wir lassen euch da auf gar keinen Fall alleine, sondern ihr seid natürlich herzlich eingeladen, der lieben Anja eine E-Mail zu schreiben an die anja@dilschiner.de. Ich wiederhole es nochmal, anja@dilschiner.de. Da ist die Anja gerne für euch da, eine persönliche Begleitung für eure ganz persönlichen Fragen oder auch Feedback und so weiter. Ja, freuen bitte, wir uns. Fragt mich. Wirklich. Ich gehe auch wirklich versprochen auf jedes drauf ein. Super. Ja? Genau. Und auf der Webseite, die lautet www.fengshuianja.de. Da findet ihr zum einen den Buchtipp mit den Pflanzen zu den jeweiligen Elementen. Wer den grünen Daumen hat und da noch weiter gucken will. Und auch, wie du uns versprochen hast, lieben Dank da schon mal, das PDF, mit dem man dann eben die Elemente dann nochmal sich im Überblick anschauen kann. Zu den Farben, zu den Formen. Was heißt das Element? Was steht da dafür? Und so weiter und so fort. Mache ich gern. Super. Und nächstes Mal geht's weiter mit der Landkarte zu den Elementen. Und die heißt im Feng Shui wie? Das Bagua. Das Bagua. Ja, man kann es auch anders aussprechen, aber da sprechen wir dann nächstes Mal. Bagua. 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 Und von diesem, in diesem Sinne ein Bagua. Bagua. Nein, ein Wiedersehen. Ein Tschüss. Wiederhören. Ein Ciao. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.